Eines Tages beschloss der singende Hamburger Neudi, der Hektik und Arroganz der Großstadt zu entfliehen und machte sich auf die Suche nach einem neuen Ort zum Leben und Erleben. Seine Suche führte ihn durch ganz Deutschland, bis er eines Tages einen kleinen Ort in Nordhessen entdeckte. Ah, Grebenau, kleines beschauliches Örtchen. Da fällt mir doch glatt weg ein schönes Lied zu ein. Grebenau, 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 im Fuldatal, ich kenn dich genau. 300 Menschen hat dieser Ort, die wenigsten wandern fort. Eine schmale Brücke steht dabei, Autofahrer zum Glück, sie fahren vorbei. Schnell fand Neudi Kontakt mit der Grebenauer Bevölkerung. Die trifft sich an ihrer selbst errichteten Grillhütte und Sportplatz gern zum Schnuddeln und Feiern. Die Grebenauer sind sehr kontaktfreudig und Neudi wurde schnell in ihrer Gemeinschaft aufgenommen. Und feiern, das können die Grebenauer wirklich gemeinschaftlich. Grebenau, 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 wer hier wohnen darf, ist besonders schlau. Ein ruhiges Fleckchen auch, schau, schau. Du lebst im Grünen und hast es nicht weit. Ich hab doch eine Karte dabei. Über Stock und Stein. Ein ganzes Dorf auf Spurensuche? Nein, hier werden Pilze gesammelt. Das Wichtigste ist nicht nur alleine die Pilze, sondern auch die Gemeinschaft. Das gemeinsame bisschen Schnuddeln, der eine kennt den anderen noch nicht oder so. Und dann geht man und schnuddelt, aber nicht zu laut. Manchmal kann man auch noch Rehe entdecken. Und wisst ihr, was das für einer ist? Nee. Nein. Haben wir keine Ahnung. Schneiden wir ab. Was machen wir, wenn er giftig ist? Ja, da müssen wir die Finger nicht so in den Mund nehmen. Alles, was so rund ist und knollig aussieht, lasst ihr am besten stehen. Das erinnert immer ein bisschen an Knollenblätterpilze, weil man sich mit den Dingern nicht so genau auskennt. Oder die Boviste oder so, ne? Die stauben auch, wenn man drauf tritt. Dann schütte ich sie jetzt wieder aus, was ich hier drin habe. Jawohl. Ah, die guten Pilze. Die Grebenauer ernten Kartoffeln. Auf eine besondere Art und Weise. Kartoffelwälzer, der ist von 1955. Und dieses ist einmalig in ganz Deutschland, dass man noch mit so alten Geräten einen Ausflug auf den Feld macht und mit jüngeren Leuten und dem ganzen Volk aus diesem Ort und somit auch noch Anschauungsmaterial, wie es mal vor 50 Jahren gewesen ist, zeigen darf. Grebenau, 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 ein bisschen Katzen und dann doch wow. Ein Hobbybauer und Intellektuelle, wir schwimmen auch auf dieser Welle. 150 Jahre vergehen auf die Schnelle. Auch in der kalten Jahreszeit werden in Grebenau sportliche Aktivitäten veranstaltet. Hier ein Sommerbiathlon im Winter. Grebenau, 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 die Grünen schützen, ich bin dabei. Die Feuerwehr übt die Zukunft immer bereit. Die gelben Fußballer, ein packender Traum. Das alljährliche Sportfest organisiert natürlich die Dorfgemeinschaft. Einen Partyservice braucht hier keiner. Von den Rängen tönt es laut, dass es uns die Ohren weghaut. Tor, 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 schreit Grebenau im Chor. Tor, 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 setz ihn rein ins Tor. Tor, 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 schreit Grebenau im Chor. Tor, 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 setz ihn rein ins Tor. Und jetzt müsste eigentlich die Flanke kommen. Und das war es, kommt auf Schulze! Schulze müsste
seid los hier? Habt ihr keine Füße mehr? Aber das ist das Highlight des Jahres. Im Juli die Scheunenkirmes. Ja, das ist jetzt die 15. Kirmes wieder und davor war halt eine kleine Pause vor mehreren Jahren. Ja, aber jetzt haben wir uns wieder regelmäßig gefangen und jetzt geht das wieder regelmäßig weiter. Fangen 4 Wochen vorher an vor der Kirmes. Dann treffen wir uns samstags und mittwochs 2-mal in der Woche und die letzte Woche dann jeden Tag. Abends nach Feierabend. Und dann wird gefeiert. Hier in Grebenau geht das immer gut, denn wir haben eine sehr gute Dorfgemeinschaft, wo jeder mit am Strick zieht. Da macht es jedem Spaß. Die große Party in Grebenau läuft bestens. Die Kirmesburschen sind wieder relativ nüchtern. Einige haben durchgemacht und andere haben nur 3 Stunden geschlafen. Ansonsten sind sie gnadenlos gut. Und das ist das Schöne an diesem Ort, dass ich diese Leute dann auf diese Art und Weise bewundern kann. Darf ich euch mal fragen, warum ihr hier seid? Weil die hier in Grebenau so schön feiern und wir immer hier sind und jedes Jahr hierher kommen, weil es einfach nette Menschen sind, die auch immer zu uns kommen, wenn wir feiern. Dann feiern wir mit ihnen auch. Grebenauer Kirmesburschen weinen nicht, Grebenauer Kirmesburschen scheint ein Licht, Grebenauer Kirmesmädels trauen sich, Grebenauer Kirmesmädels sind das Licht. Nach durchzechter Nacht kehrt Neudi zufrieden in sein Domizil zurück. Und als ehemaliger Hamburger hat er natürlich auch in seiner neuen Heimat Grebenau einen Schiffsanlegesteg. Für den Fall, dass die Fulda mal übertritt. Grebenau, 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 im Fuldatal, ich kenn dich genau. 300 Menschen hat dieser Ort, die wenigsten wandern fort.